Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen sehr, sehr gut. Ja, ich durfte gestern Abend endlich meinen neuen Verstärker abholen. Ihr seht es vielleicht in den Funkeln meiner Augen. Ja, das ist die Glückseligkeit, aber auch die Glückseligkeit darüber, dass ich diese gefühlt tonnenschwere Kiste alleine hochgeschleppt habe. Ich konnte nicht auf Hilfe warten, es hat mir alles zu lange gedauert. Ich habe es dann auch eben alles angeschlossen und dabei festgestellt, ich brauche auch ein neues Möbelstück für mein Hi-Fi-Equipment. Irgendwann, wenn du viel halt mit Kabeln rumgedönst und so, dann passt das schon mal, dann hast du es eingestellt und gut. Aber ja, ich habe jetzt festgestellt, ich brauche ein neues Möbelstück passend zu meinem Equipment. Es wird auch öfter gefragt, was hast du für ein Equipment, was hast du für einen Plattenspieler und, und. Da wird es ein Video zu geben, gibt mir da ein bisschen Zeit zu, ist gerade alles ein bisschen hektisch und das möchte ich dann in einer entsprechenden Ruhe machen. Als ich bei Volker Bohlmeier war, um meinen Verstärker abzuholen, hatte er auch ein besonderes Setting vorbereitet, was ich sehr charmant, ich fand es nicht nur charmant, ich fand es großartig, weil er hat dort auch einige Vintage-Komponenten mit drin gehabt und da ganz im Besonderen die Boxen. Als er mich anrief und sagte, so, Verstärker fertig, er sagte aber, Nadine, du musst unbedingt, nimm dir Zeit oder bring dir Zeit mit, ich habe da ein paar Boxen, Arno 1980, ich habe mir die jetzt wieder ein bisschen aufgearbeitet, die musst du hören. Und das war ein absolutes Erlebnis. Und dann sagte ich, Mensch, Volker, können wir da jetzt nicht gerade ein kleines Video zu machen? Zufälligerweise habe ich auch die Mikros dabei und Klong angesteckt und ging es dann auch schon los. Deswegen, er wird ein bisschen auf die Komponenten eingehen, die wir uns angehört haben. Ihr hört ein bisschen auch was über meinen neuen Verstärker. Und ja, dann würde ich sagen, habt viel Spaß dabei und wir hören und sehen uns hoffentlich bald wieder. Bleibt gesund. Hallo Volker. Hi Nadine. Na, so, was haben wir denn jetzt hier heute mal für ein sehr exquisites, interessantes Setup, du? Ja, exquisit weiß ich nicht so genau, aber interessant sicherlich. Ist so ein Mix aus neuen Sachen und alten Vintage-Geschichten. Nicht ganz Vintage, aber schon alt, die wir dann mit deinem Verstärker hören, ne? Mhm. Dem Einstein im Absolute Tune Limited. Aber fangen wir mal mit den Lautsprechern an. Das ist wirklich ein bisschen Vintage. Damit bin ich angefangen, so Anfang der 80er Jahre. Das ist ein ARC-Lautsprecher aus England, damals entwickelt von dem Chefentwickler von Morden Short, der dann ARC als eigene Marke, als eigene Firma gegründet hat. Also jemand, der schon wusste, wo er zu schrauben hatte, ne? Also und typisches englisches Design eigentlich. Ja, ne? Ganz einfach. Der Ständer gehört jetzt nicht dazu, da habe ich ein bisschen rumexperimentiert mit der Höhe. Eigener Lautsprecher von ARC mit einer Papiermembran, sehr leicht, aber trotzdem gedopt, also mit einer beschichtet von Hand, kann man vielleicht sehen. Wie bist du jetzt an die gekommen? Manchmal habe ich Kunden, die das vor 30 Jahren mir gekauft haben und dann wieder als Dankeschön mir das zurückbringen. Ne? Oder was anderes kaufen meistens. Ne? Und ich nehme das dann sehr gerne in Zahlung, weil es sind immer noch tolle Lautsprecher. Jedes Mal, wenn ich die anmache, wirst du gleich hören. Das macht Spaß. Ne? Egal, ob du jetzt einen 20 Watt Verstärker daran hängst oder einen größeren, die wachsen auch mit dem Verstärker, ne, der da angeschlossen wird. Ja, ich bin ja ein großer Vintage-Fan. Und die sind jetzt, sagen 25, 30 Jahre? Ja, das ist ungefähr 80er, ne? Ja, super. Aber wenn also Anfang 80er, ne? Anfang, da sind ja schon mal über 40 Jahre. Ja, habe ich gerade nicht so richtig überschlagen. Ja, aber das heißt doch auch, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein kleineres Budget habe, kann ich doch noch gut auch Sachen kaufen, die jetzt, sagen wir mal, 20, 30, 40 Jahre alt sind und bekomme, je nachdem, was ich dann kaufe, immer noch gutes Hi-Fi. Kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren. Also ich habe die jetzt dann nochmal neu gemacht, also reconed und alles nachgeguckt. Da muss man natürlich aufpassen, dass die Sicken in Ordnung sind, die Membranen in Ordnung, die Spulen in Ordnung. Das kann schon mal sein, dass die dann nicht mehr zentriert sind, dann schaben die. Also da muss man schon aufpassen. Ne? Also das ist dann schon wichtig. Man kann zwar Vintage kaufen, man kann gute Sachen,
auch kaufen und dann auch günstig, aber muss halt in Ordnung sein, ne? Sonst Ja, macht das klar. keinen Spaß, ne? Genau wie beim neuen Lautsprecher oder einem neuen Verstärker. Wenn der nicht gut ist, dann macht er auch keine Musik, ne? Ja. So, dieser Schallplattenspieler, den wir ja jetzt hier sehen. Wo ich eben meinte, er sieht so ein bisschen aus, ohne dass ich das Eine jetzt despektierlich Spielkonsole eine fand Spiel. ich ja nett. Ja, ohne das jetzt despektierlich an den Designer zu meinen. Das ist jetzt der Air Force Two, ne? Force 2, ja. Ja. Ist ein toller Plattenspieler, sehr technisch, aber ist ein guter Plattenspieler, ne? Also mit vielen Features. Da muss man selber wissen, was man braucht. Was ich gut finde, ist natürlich die Suction-Funktion, die Platte praktisch anpresst, sodass auch ein leichter Höhenschlag kein Problem mehr ist, ne? Also Gewicht brauchst du da nicht. Nee, braucht man nicht. Ist vielleicht besser noch zur Bedämpfung der Platte, aber das ist eine Ansichtssache, ne? Da würde ich nicht sagen, ist besser oder schlechter. Das muss man halt selber hören, ne? Der Tonarm? Das ist ein alter Fidelity Research, so 70er Jahre, ne? Wahnsinn. Ja. Und das Tonabnehmersystem ist ein neueres, ist ein Lyra-System. Und den Ein Tonabnehmer bisschen hast du? modifiziertes von Bekannten von mir. Fein. Und den Tonabnehmer hast du jetzt draufgepackt, weil du sagst, die Kombination passt sehr gut. Ja, es gibt sicherlich noch Sachen, die besser passen, aber ich fand das jetzt gerade angenehm und ich muss Das sagen, ist ich war faul. Ich bin ja gerade aus dem Urlaub ja. zurückgekommen. Ich wollte jetzt nicht da noch rumschrauben. Ne? Aber ich finde das eine charmante Kombination, muss ich Ja. ehrlicherweise gestehen. So, und hier neben haben wir dann, was jetzt für mich auch besonders interessant ist, meine neuen Der Verstärker. neue Verstärker, ja. Das ist ein Absolute Tune Limited Edition, der komplett revidiert worden ist. Und ja, ist wie unsere Philosophie, wenn du unseren ersten Verstärker siehst und dir das wegdenkst, dann ist das schon vom Look her, vom Aussehen immer noch sehr ähnlich. Ne? Also ich finde es ein Klassiker, ne? So ein bisschen Bauhaus-Stil, ne? Ja, passt auch schön zu meinem Plattenspieler, muss ich sagen. Das ist das gleiche Ja. Design. Und es ist klassisches, genau wie unser erstes Doppelmono aufgebaut, ne? Also du könntest das im Prinzip hier durchsägen. Und ne? Die beiden Geräte, wenn das Netzkabel die beiden Kanäle versorgen würde, würde auch so spielen. Ne? Also wirklich Doppelmono von vorne bis hinten. Eingangsstufe ist Röhre und die Endstufe Transistor. Und die Endstufe, und das ist was Besonderes bei dem Verstärker, ist im Prinzip wie unsere große, damals unsere große Final Cut, die OTL, können wir auch mal eben Ja, ich gucken, folge dir auffällig. da ein Circuitron Design. Wow, Und das ist schon. das ist jetzt mit Röhren gemacht, klassisch und hat natürlich auch Vorteile. Aber wir haben praktisch diese Schaltung mit Transistoren nachgebaut. Ne? Also Wahnsinn. von der Philosophie her ist das schon ähnlich, aber da eben ein bisschen abgespeckt, ne, vom Aufwand her. Jetzt sagtest du Limited Edition. Was ist denn jetzt der Unterschied zu der normalen Edition? Also es ist ein komplett anderes Layout, es sind ganz andere Signalwege. Es sind andere Massepfade und. Ne? Die Platine ist deutlich hoch, wenn er doppelt kaschiert. Also als damals diese Umbauaktion, die wir angeboten haben, machen wir immer noch. Übrigens, im Prinzip räumst du den ganzen Verstärker aus und es kommen neue Platinen rein, komplett neue Platinen. Es ist also nicht irgendwas modifiziert, sondern komplett neu. Du hast im Prinzip einen neuen Verstärker. Ne? Ja, und wir haben uns ja eben unterhalten. Was ich ja sehr charmant fand, war ja, dass der An- und Ausstecker, ich gehe mal hier rum, der ist an der Seite, ne? Der ist Ja. auf der, natürlich auf der, auf welcher Seite? Hier ist er, ne? Da genau, Da ist er, ne? Hier, da, ich Das hoffe, ist ihr auch könnt der An- das und sehen. Aus, ja. Genau. Da habe ich gesagt, ich finde das ja super charmant. Da meintest du ja, aber manche Kunden haben da ein Thema mit, wegen der Kabel. Also ist natürlich schwierig, wenn man voluminöse, so dicke Netzkabel hat. Die gehen einfach nicht unterm Verstärker durch. Entweder musst du dann hochheben oder ich kenne auch Kunden, die haben dann in das Reck ein Loch gesägt, damit sie mit ihrem geraden Stecker halt dann Ja, gut, doof, durchkommen. Ne? ne? Also Wenn muss man, ich weiß nicht, ob der Aufwand so gerechtfertigt ist, denn wir haben uns echt Gedanken gemacht, gerade in puncto Netzversorgung. Und wenn du das hier siehst, hier ist der Netzeingang
Und hier haben wir die Trafos. Also ich habe eigentlich überhaupt keinen Weg vom Netzeingang zu den Trafos. Das heißt, das ganze Kabel wird nicht durch den Verstärker gezogen, sondern bleibt vorne, wo es keinen Unsinn, keine Strahlung oder irgendwas abgeben kann. Ist eigentlich, finde ich, eine elegante Lösung. Ich kann verstehen, wenn einer sein dickes Netzkabel gut findet, ist in Ordnung, aber da wird es ein bisschen einfach mechanisch schwierig. Ja, da muss man sich was einfallen lassen. Ne? Also wir werden von der Lösung nicht abgehen, weil es einfach technisch den meisten Sinn macht. Ne? Ja, und mein Blick ist gerade auf Omtec gefallen. Das ist auch 80er, oder? Ja, das ist so Mitte 80er, sowas in der Ecke. Ne? Ja, schön. Also ich also ist eine legendäre Phonostufe, ist Antares. Und wie gesagt, die hat mir einen Kunde gebracht und wenn du willst, kannst du ja mal mit nach Hause nehmen oder und ausprobieren, denn du brauchst ja für unseren Verstärker brauchst du ein Phono. Ne? Ja. Und dann, falls du das haben willst, kannst du das mit dem Kunden regeln. Ne? Ja, dann ich teste mal. Ich finde die sehr charmant. Ja, das ist ein toller Phono-Verstärker, muss ich wirklich sagen. Kann ich auch heute noch voll hinterstehen. Mhm. Ne? Ich finde nicht ganz so gut, ist ja klar. Wie unsere Sachen, es rauscht schon ein bisschen mehr von der Störspannung und da sind unsere Geräte besser, aber es klingt gut. Ne? Mensch, Volker, dann lass uns doch mal was Musik hören. Ja, ich habe so ein bisschen mir Gedanken gemacht. Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, dass eine Anlage eigentlich jede Musik machen sollte, ne? Oder wiedergeben sollte. Ne? Und ich finde, es machen nicht viele Anlagen. Es gibt Sachen, die machen oder besser Jazz als Klassik und. Ne? Und manche Lautsprecher sind auf dynamische Geschichten konstruiert, die dann eben bei Jazz oder Rock mehr Spaß machen und dann bei Klassik ein bisschen losen. Ne? Ist so nicht unsere Philosophie. Ich finde, eine gute Anlage muss alles können. Wenn sie nicht alles kann, ist irgendwas nicht so ganz in Ordnung. Ne? Jetzt ist es ja so, du machst das seit 1988 und hast die Sachen ja so. Also Hi-Fi mache ich schon viel, viel länger. Aber dass du, sagen wir mal, Einstein genau. In deine Wege gekommen bist. Es ist ja so, du entwickelst die Sachen ja so vom Klang, wie du sagst, so muss das für mich klingen. Ja, ich höre wirklich jede Art von Musik und wenn die Musik über unsere Anlage oder die Anlage, die ich aufgebaut habe, egal was es ist, ob es unsere Anlage ist oder eine andere, wenn das nicht funkt, wenn es keine Emotionen, wenn es keine Musik transportiert, dann ist das für mich nicht gut, dann stimmt irgendwas nicht. Ne? Und wir werden gleich mal gucken, ich habe ja so typische Hi-Fi-Platten, die zum Testen gut sind, so mit ganz viel Tiefenstaffelung und weiß ich, ne? Und ich habe auch so ganz einfach, da haben wir gerade schon mal drauf geguckt, so Hound Dog Taylor, Natural Boogie, geht fast auf keine Hi-Fi-Anlage. Muss ich jetzt so sagen. Schwer zu finden, eine Anlage, die auch mit der Platte funktioniert. Man kann jetzt sagen, gut, die ist schlecht aufgenommen und so. Ist richtig, kann sein, aber wenn es in die Beine geht und Emotion kommt, dann finde ich, kann man die Platte schon gut hören. Ne? So, jetzt ist es ja so, du sagst, okay, für mich muss das so und so klingen. Jetzt hast du da damals die Firma gemacht. Das hätte ja jetzt auch, sagen wir mal, ein bisschen nach hinten losgehen können, wenn du jetzt, sagen wir mal, nicht den Geschmack der Leute getroffen hättest, oder? War das nicht so ein Risiko? Oder wusstest du, pass auf, so wie ich das mache, ich weiß, dass das gut ist? Ja, also wenn du dich selbstständig machst und eine eigene Firma machst, machst du immer ein Risiko. Ne? Also wir haben auch schlechte Zeiten erlebt und manchmal standen wir auch mit dem Rücken zur Wand. Ne? Aber wir sind immer wieder hochgekommen, weil wir eigentlich immer unsere eigene Philosophie verkauft haben oder angeboten haben. Ne? Also es ist schon ein Teil von uns. Ne? Und wie gesagt, ich kann da noch drauf hören, das ist jetzt nicht unsere Sache, aber die habe ich in den 80ern gekauft und wenn du das gleich hörst, das ist zeitlos. Ne? Das ist zeitlos und gute Musik ist zeitlos. Ne? Und da sind wir bei geblieben, auch bei den neuen Produkten. Ne? Und wenn du siehst, das ist auch eine Evolution. Ne? Vom ersten Verstärker, den wir gemacht haben, dahin, da ist viel Gedankengut von dem ersten Verstärker auch da noch drin. Ne? Das ist zwar ein anderes Design, aber das Gedankengut, die Idee selber, wird eigentlich da weitergeführt. Ne? Ja, und ich merke, du stehst halt auch hinter jedem Produkt,
Also das merke ich ja auch. Stehst du ja auch komplett hinter, was du rausbringst. Ja, ich meine, sonst kann ich nicht verkaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also klar habe ich das natürlich auch mal in meiner langen Karriere, wenn man das so Karriere nennen kann, versucht, auch andere Sachen mal zu verkaufen. Aber da muss ich sagen, bin ich mal Schiff beilegt. Ne? Muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Ne? Das war dann, und das steht bei mir dann auch in der Ecke. Ne? Also wenn ich da nicht hinterstehen kann, dann habe ich auch keine Lust, das zu verkaufen oder vorzuführen. Ne?